Also, Game Freak verkackt es Jahr für Jahr. Es kommt ein Schrott-Pokémon-Spiel nach dem anderen raus, ja? Das ist sehr, sehr schade, aber das gibt eigentlich nicht wirklich anderen Entwicklern das Recht, die Pokémon-Designs jetzt einfach zu klauen, um daraus eine eigene IP zu machen oder ein eigenes Spiel zu machen. Das sollte eigentlich völlig klar sein. Und die Frage ist, ob man das jetzt dem Spiel, um das es heute gehen soll, zum Vorwurf machen kann. Palworld war jetzt nämlich im Summer Games Fest sehr, sehr präsent und ist dadurch mir und anderen erst so richtig aufgefallen. Dieses Spiel ist schon eine ganze Weile bekannt innerhalb der krassen Szene und hat auch schon einige Trailer released, die wir jetzt so im Nachhinein uns mal angucken werden. Ich werde jetzt mal nebenbei laufen lassen und vor allem werde ich eine gewisse Sache tun, denn dieses Spiel sieht super aus. Ja, wir haben hier Menschen gesehen, die mit Maschinengewehren schießen, während aber Pokémon zu sehen sind. Und wir haben auch gesehen, wie teilweise diese Viecher im Arm gehalten werden und mit denen gekämpft wird. Es sah super absurd und super lustig aus. Und es sieht eigentlich auch vor allem grafisch und von den ganzen Ideen und dem Setting her eigentlich genauso aus, wie Pokémon aussehen müsste, wenn wir nicht Mistfreak die ganze Zeit an diesen Spielen hätten. Ein bisschen ärgerlich, dass Spiele von außerhalb immer so aussehen, wie Pokémon aussehen müsste. Aber wir hatten auch schon sehr, sehr viele schlechte Pokémon-Klone, die immer groß gehypt wurden und am Ende hat sie keiner gespielt, weil da nichts wirklich dahinter war. So, das heißt, wir wissen noch nicht, wie Palworld sein wird. Darum geht's auch nicht. Das können wir auch anhand der Trailer gar nicht wirklich erahnen. Aber dieses Spiel feiere ich aufgrund einer ganz gewissen Sache. Die haben die Pokémon eiskalt geklaut oder auch kopiert teilweise oder halt miteinander fusioniert. Wir spielen ja sehr gerne Pokémon Infinite Fusion. Und hier sieht es tatsächlich so aus, als hätten auch die Entwickler das gerne gespielt und hätten manchmal einfach gewisse Pokémon zusammengewürfelt. Also, ich lasse ja gerade im Hintergrund gewisse Sachen einfach mal laufen und zeige euch, welche Pokémon hier als Designvorlage hätten vorhalten können. Aber pass auf, es gibt dann auch einige, die sind einfach rotzfrech kopiert und rotzfrech übernommen worden. Und warum zeige ich das jetzt gerade? Also, gerade wenn wir einmal genau hier jetzt einmal gucken. Das ist doch ein Dressella. Also, da ist vielleicht noch andere Pokémon mit drin, die ich euch jetzt gerade anzeige. Das ist vielleicht noch so ein kleines bisschen abgewandelt. Aber spätestens hier bei Cortini, da hört doch alles auf. Das ist genau dasselbe. Die Schafe mit den Maschinengewehren, das ist Wolli. Es sitzt halt straight up in die Figur, die aussieht wie Lucario, da einfach rum. Es gibt Lucario sogar als Pokémon, aber es sitzt da als Figur rum. Alle anderen, auch mit Latios, also selbst dieses eine Pokémon, was aussieht wie eine Mischung aus Latios und Brutalandra, das hat einfach diese komischen Flügel von dem hier, es gibt auch Ramot als Superform noch. Ich blende es ja gerade alles ein. Das sind 1:1 diese Assets. Und das siehst du ständig. Ganz viele Pokémon, die haben entweder irgendwie Hüte, aber das eine Pokémon hat die Emporium-Krone oben auf. Es sieht aus wie eine Mischung aus Empoleon und Siberio. Und es hat einfach die Krone von Empoleon auf. Es ist so witzig. Ich musste so oft lachen, wie einfach komplett rotzfrech, straight up, Pokémon, aber vor allem Eigenschaften und Designs von Pokémon einfach hier übernommen wurden. Und warum finde ich das witzig? Weil es so frech ist. Es ist so rotzfrech. Und ich habe wirklich Angst um dieses Spiel, weil spätestens jetzt seit dem Trailer, also wo das Spiel ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, gut, ich denke mal, dass Nintendo schon lange einen Fokus hat. Jetzt weiß ich halt nicht, ob man eine Unterlassungsklage anstrengen kann, während nur Trailer gezeigt werden. Vielleicht ist deshalb noch nichts passiert, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass Nintendo hier klagen wird. Weil Nintendo hat ja die Rechte an den Pokémon. Game Freak macht das ganze Jahr, aber die Rechte, das muss Nintendo ja anstrengen. Nintendo müsste hier klagen. Und ich habe wirklich ein bisschen Sorge, weil auch wenn man natürlich sagen kann, viele dieser Pokémon sind inspiriert und viele dieser Pokémon sind vielleicht zusammengewürfelt und man hat sich, ich sag mal, sehr hart inspirieren lassen, dann gibt es da doch wiederum einige, die sind einfach straight up kopiert und so rotzfrech übernommen dieses Spiel, dass ich wirklich Angst habe, dass da eine Klage kommt und Nintendo damit durchkommen könnte. Ich bin niemand, der sagt, man sollte sowas verklagen. Und ich hoffe, Nintendo bleibt da cool. Aber ich muss an einigen Stellen doch tatsächlich sagen, wenn ich jetzt ein Werk habe und ich habe Pokémon, ich habe irgendwelche Dinge designt und dann macht jemand anderes ein Konkurrenzprodukt auf, ein Konkurrenzkanal und der würde jetzt, keine Ahnung, mein Logo irgendwie nehmen oder meine Art kopieren und alles komplett nachstellen und dann nur so tun, als wäre es was Neues, aber einfach komplette Layouts von mir irgendwie übernehmen und Dinge von mir, Worte von mir übernehmen, dann würde ich auch irgendwann sagen, Brudi, denk dir doch mal was Eigenes aus, mach mal was Neues.
Also versteht mich nicht falsch, ich will, dass dieses Spiel so auf den Markt kommt. Ich finde das unglaublich witzig, es sieht super spaßig aus und ich habe einfach voll Bock, dieses Spiel und diese Welt zu erkunden. Vor allem, weil wir in einem Trailer gesehen haben, dass wir hier einfach direkt das, was Pokémon Fusion als Fangame machen musste, dass man das hier machen kann. Man kann hier diese Viecher, ich nenne sie einfach weiter mal Pokémon, weil das macht es einfacher, man kann hier diese Pokémon fusionieren und dann kommen da neue Formen bei raus. Und ich will das erforschen. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Das war mit eins meiner Highlights vom Summer Games Fest. Aber ich weiß nicht warum. Ich finde es so witzig, dass die einfach so frech Pokémon geklaut haben. Oh, ich hoffe, die fallen damit nicht auf die Fresse. Was haltet ihr davon? Wie habt ihr das Ganze wahrgenommen? Also es gibt immer einen gewissen Diskussionsfreiraum, muss man sagen. Es gibt, ich sag mal, bei 95% würde man sagen, ja, das ist vielleicht nur inspiriert. Aber bei solchen Dingen wie dieser Empoleon-Krone oder diesen Flügeln oder bei einigen Pokémon, das ist so hardcore geklaut, dass da eigentlich nicht wirklich drüber diskutiert werden kann. Ich bin sehr gespannt, was dabei noch so rauskommt. Ich hoffe, Nintendo bleibt cool. Ich hoffe, ich meine, die Macher werden sich ja auch abgesichert haben. Die werden ja nicht einfach ganz blöd irgendwas gemacht haben in der Angst, dass dann alles weggeklagt wird. Die werden wohl geguckt haben, ob man das so kann und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt, denn ich freue mich so auf dieses Spiel. Einfach, ich feiere das einfach hart. Sorry, ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde, aber ja, wir sehen uns dann hoffentlich, wenn wir dieses Spiel spielen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und was habt ihr noch so für coole Pokémon-Fusionen hier entdeckt? Oder für coole Pokémon, die da vielleicht zusammenarbeiten könnten? Also, ja, ich gebe mir gerne einen Daumen nach oben. Ich feiere einfach alles daran gerade. Ich bin wahrscheinlich gerade viel zu albern. Aber ja, es bringt mir einfach ein Lachen ins Gesicht und es macht mir gute Laune. Und wir sind hier bei Gute Laune, Typ. Also, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao.